Es gab mal wieder neue Kundenwünsche, die könnt ihr auch beantragen über Einbauteilwünsche. Da könnt ihr alles Mögliche reinschreiben. Es muss nicht unbedingt das Einbauteilwunsch sein. Ihr könnt auch die Herstellerwünsche reinschreiben oder wenn ihr was angepasst haben möchtet oder Fragen habt, wie das gemeint ist und so weiter und so fort, da könnt ihr da auf Einbauteilwünsche hinklicken und einfach reinschreiben, was euer Herz begehrt. Ihr könnt es anonym machen oder ihr könnt natürlich auch eure Kontaktdaten da lassen. Dann kann ich nochmal nachfragen, hey, wie habt ihr das gemeint oder wollen wir das mal zusammen besprechen? Vielleicht gibt es ja eine tolle Lösung für alle. Und genau das ist jetzt wieder eingetroffen und dadurch haben wir gedacht, coole Idee, setze ich um, macht das Produkt nur besser und ja, und es handelt sich um nichts anderes als den neuen Report. Hier sehen wir schon das Ergebnis. Der Report 1.12, also die Einbauteilmengenliste 1.12. Bei den anderen habe ich es noch nicht angefügt, deswegen erstmal nur die 1.12. Was gibt es da Neues? Also so sieht es standardmäßig aus, der Report, so kennt man den. Und jetzt kann ich aber die Farbe der Kopfzeile ändern, von Subgrade Rot, zum Beispiel, wenn ihr jetzt zum Beispiel Stahlblau haben möchtet, weil es euren Wiedererkennungswert eurer Firma besser spiegelt als meine. Standardmäßig lasse ich natürlich Dark Red, also Subgrade Rot, und damit mein Wiedererkennungswert voreingestellt ist, aber ihr könnt den jetzt jederzeit ändern und neu abspeichern. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr jetzt hier zum Beispiel, machen wir hier weiß oder transparent, wenn ihr hier weiß wählt, dann wäre es natürlich toll, wenn die Farbe des Textes dann auf schwarz umgestellt werden würde. Und ganz zu guter Letzt haben wir die Schriftart. Da könnt ihr zum Beispiel auch auf Arial umstellen. Ihr müsst es allerdings einschreiben. Warnschrift. Erst habe ich ein paar vorgegeben gehabt. Die meisten werden eh Arial oder Calibri nutzen. Aber ich möchte natürlich eure Schriftart gar nicht im Wege stehen. Vielleicht habt ihr eine Firmeninterne, die ich nicht kenne und die ihr euch heruntergeladen habt. Dann könnt ihr hier alles Mögliche einschreiben. Wie Comic Sans zum Beispiel. Keine Ahnung. Und schon haben wir Comic Sans hier drin. Oder Times New Roman. Funktioniert alles. Was passiert jetzt, wenn ihr irgendwelchen Quatsch eingibt, zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, EGR, dann kommt trotzdem irgendwie eine Schriftart und es wird trotzdem ausgewertet. Das Einzige, was ihr ein bisschen aufpassen müsst, ist, ob hier die Überschriften dann noch reinpassen, weil es könnte ja sein, dass irgendeine Schriftart ziemlich groß ist und dann hier Hersteller zum Beispiel abgewürgt wird oder sowas. Wenn es da irgendein Problem gibt, dann gebt einfach Bescheid und dann klären wir das Ganze natürlich. Und ansonsten, ja, sehen wir uns beim nächsten Video. Servus, ciao, ciao, euer Peter.